Sofern Sie dann eine EU-Armee haben, aus der NATO austritt? Das könnte durchaus passieren. Ich denke, dass da gibt es unterschiedliche Interessen, je nachdem, welchen Think Tank man da fragen würde. Ein bisschen Kritik an den USA findet man auch mal bei diesen European Council on Foreign Relations und auch bei anderen Think Tanks, die das halt wollen, dass man Staat EU macht und dass die EU humanitäre Intervention macht. Ich kann es jetzt am Beispiel European Council on Foreign Relations sagen, deren Kritik geht aber mehr in Richtung Russland, dass man sich von strategischen Abhängigkeiten befreit, meinen die eher zum Beispiel was Bezug auf Russland, also dass wir unsere Gasversorgung nicht mehr von Russland bekommen sollen und solche Dinge. Kritik an den USA, habe ich den Eindruck, machen die zum Teil eher, um diese Kritik aufzufangen und die Leute, die die USA und die NATO kritisieren, vielleicht auch friedensbewegte Leute, dann für sich einzuspannen, für ihre Europäische Republik. Ohne dass die Leute merken, dass die Vorschriften für Kriegseinsätze in aller Welt bei der EU, also die Vorschriften eben, wesentlich gefährlicher sind, weil die ja diesen hohen rechtlichen Ranganspruch haben. Und bei NATO steht es nur im strategischen Konzept, nicht mal im Vertrag der NATO. Also ich könnte es nicht prognostizieren, ob man dann aus der NATO rausgeht oder ob die EU dann NATO-Mitglied würde. Ich weiß es nicht. Kommt drauf an, welche Thinktanks sich da durchsetzen oder wer sich sonst durchsetzt. Ja, dann habe ich noch eine Frage, was wäre dann, wenn wir eine EU-Armee haben, mit den Atomwaffen Frankreichs, kommt dann Deutschland nicht über die Hintertür ran an Atomwaffen? Kann das ausgeschlossen werden oder was passiert da überhaupt? Wenn jetzt angenommen, ich würde mal sagen, man kriegt es natürlich noch hin, dass England in der EU bleibt, dann hätten wir ja zwei Partner, die Atomsprengköpfe, Raketen dafür hätten. Und dann ist ja Deutschland Minimum vorne mit dran. Dann hieße ja, wenn Deutschland jetzt nur eine Friedensmission unterwegs ist, wird ja Deutschland automatisch, so wie wir das ja in Jugoslawien-Krieg gesehen haben über die NATO, dann würde die Deutschland ihre Soldaten natürlich in Angriffskriege mit verwickelt werden, oder? Sehe ich das falsch? Ja, die EU-Armee wäre ja dann eine gemeinsame Armee. Und das würde rechtlich sich dann auswirken, wenn die in Angriffskrieg verwickelt wird, wären das ja die ganzen EU-Mitgliedstaaten, die wären ja dann alle mit dabei, weil das ihre gemeinsame Armee wäre. Von daher, dass man rechtlich ungewollt in Kriege verwickelt wird, die Gefahr wäre wesentlich größer. Dann die Sache mit den Atomwaffen. Wer würde darüber entscheiden? Wenn wir jetzt mal das EU-Recht nehmen, wie es heute ist, über Kampfeinsätze der EU entscheiden im EU-Ministerrat die Verteidigungsminister. Also auf EU-Ebene auch darüber, ob man Krieg macht. Die Frage ist natürlich, was haben die Mitgliedstaaten in ihrer nationalen Verfassung? Halten die sich daran, wenn die nationale Verfassung, das Grundgesetz sagt, so wie es bei uns der Fall ist, man muss vorher die Zustimmung des Bundestags einholen? Oder beschließen die das einfach so mit, wie sie es beim Syrien-Einsatz gemacht haben? Und was sie, die Atomwaffen, die wären dann, das ist die Frage, auf wen man die Kommandogewalt dann überträgt. Das ist eine sehr gute Frage. Wenn es gleichzeitig auch noch die NATO gibt, ich weiß es nicht, in wessen Hand es wäre. Ich sehe die Gefahr am allermeisten, an welche Vorschriften hält sich dann dieser Mensch, halten sich diese Menschen, die das Kommando darüber dann haben, vor allem für die Frage, ob man in den Krieg eintritt. Und da sehe ich die Gefahr. Ich finde es wichtig, dass Staaten, die Atomwaffen haben, an keine Vorschriften gebunden sein dürfen, die in Anspruch haben, über dem Angriffskriegsverbot zu stehen und gummiartig schon bei Menschenrechtsverletzungen überall einzumarschieren. Also wenn ich das betrachte, dann sehe ich die Gefahr von England und Frankreich, dass die Atomwaffen haben und dass es diese EU-Vorschriften gibt, als besonders groß. Aber ich habe den Eindruck, dass es die EU auch schon Gegenwind bekommt. Es hat sich international weit rumgesprochen, dass völkerrechtliche Verträge nichtig sind, die Vorschriften enthalten, die mit zwingendem Völkerrecht unvereinbar sind. Und wenn die EU jetzt gleichzeitig sagt, ihr Recht steht über allem nationalen Recht, also auch über nationalen Verfassungen, also auch über der UNO-Charta und hat Gummivorschriften, die mit dem Angriffskriegsverbot nicht übereinpassen, dann können auch andere Staaten Druck machen auf die EU, dass sie sich friedlich verhält. Und ich habe den Eindruck, dass dies auch durchaus schon passiert seit einigen Jahren, sodass wir die Anwendung dieser Vorschriften auch deshalb, weil andere Staaten das in ihrer Diplomatie benutzen, nicht in dem Maße erleben. Es wirkt irgendwie wie aus einer anderen Welt. Man hat diese schrecklichen Vorschriften, aber wir erleben keine EU-Kriegseinsätze, die man weiß, wie eskaliert werden. Abgesehen davon, dass beim Syrien-Einsatz der Bundeswehr
man ja das EU-Recht als Rechtsgrundlage hat. Das läuft ja nur für die Airbags-Flugzeuge über NATO. Also die ganzen Bodentruppen, die geschickt worden sind aus Syrien und alles andere, die Tornado-Aufklärungsflugzeuge, ist alles über das EU-Recht gelaufen. Okay. Von mir aus hätte ich jetzt noch nicht viel weiteres zu erzählen. Dann würde ich die Veranstaltung jetzt beenden. Das bauen wir noch in Ruhe ab. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei allen, die gekommen sind. Danke für die Unterstützung.